Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft weiter mit Jan. Guten Tag. Ah. Aufschlafen. Oh, guten Morgen. So. Hey, Stick, ist bei dir auch auf? Nein. Einfach einmal auf und zu. Ah, jetzt ist zu. Und dann geht's. Das ist manchmal so. Oh, guck mal hier, Enderman. Stirb sowieso, du blöde Sau. Weg. Schuckle. Verpiss. So, jetzt muss das hier erstmal alles weg. Ja, die Kerben mache ich später rein. Ich lasse die extra so, weil dann kann ich durchrennen und Erde setzen. Aber ich glaube, hier werden wir mehr Erde verbrauchen, wie wir haben. Meinst du? Kommt mir zumindest gerade so vor, also. Ja, in dem Sinne müssen wir eigentlich Erde und Stein abbauen und die Erde, die wir vorher hatten, nur oben drauf setzen, ein bisschen. Ja, irgendwie eigentlich schon, aber irgendwie kommt es mir vor, wenn ich mehr verbrauche. Oh, wir haben wieder Inventory Tweaks vergessen. Ja. Das sind solche Idioten, Alter. Oh ne. Da, ja gut, da habe ich jetzt eine Erdereihe hingemacht, aber ist ja nicht schlimm. So. Ich weiß nicht, auch. Ja, wenn wir da unten die Lücken wieder drin lassen, dann spawnt wieder die ganze Scheiße. Was müssen wir denn jetzt, ja, hier abreißen? Eieieiei, ich meine. Fuck, irgendwie die ganze Zeit rum hier. Ich glaube, habe ich zu schnell abgebaut. Ja, die neuen CPUs wurden alle verschoben. Echt? Ja, AMD hat verschoben und Intel hat auch die neuen CPUs verschoben. Oh. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum soll es neue CPUs von Intel-Seiten geben? Derzeit natürlich alle viel zu schlecht sind. Ne, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Vom Prinzip. Weil keiner weiß, was AMD wirklich auf den Markt schmeißt. Und aus dem Grund hältst du doch deine Produkte erstmal zurück. Ja. Wenn du wieder vor AMD raushaust, dann kann AMD ja wieder, könnten sie ja ihr Prinzip umändern. Ja. Dadurch ist das ja total wirtschaftlich dumm. Ja. Ich weiß, jetzt werden die Hater wieder anders reden, aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn du wirtschaftlich denkst, Leute, ist es einfach die Wahrheit. Ihr müsst euch in einen Megakonzern reinsetzen. In einem Megakonzern denkt man ein bisschen anders. Alter, wie geil das wird, Alter. Weißt du, was ich jetzt viel besser finde? Dass man das Haus von hier sieht. Den Stall zum Beispiel. Das war ja vorher alles zugebaut. Find also ich ein bisschen verborgen gehalten. Ja. Genau, also das finde ich jetzt schon mal viel angenehmer einfach, Jan. Weil du einfach diesen extremen Überblick dann hast. Ne? Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn wir nachher da hinten stehen, dass das einfach alles viel sauberer aussieht. Ne? Das ganze Konzept. Finde ich natürlich dann auch cool. Was kann man denn noch sagen? Ja, die neuen Konsolen wurden angekündigt, aber darüber haben wir uns ja letztes Mal schon unterhalten. Oder in allen anderen Sachen habe ich mich darüber schon unterhalten. Man soll das nicht alles glauben, was sie zurzeit erzählen mit 4K und bla bla bla, auch wenn das eine Pressekonferenz ist. Ja, nicht glauben, da gibt es ja so ein paar neue Leaks oder Gerüchte über die neue 1080 Ti. Ja, darüber rede ich nicht. Ja, weil es irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die schreiben einfach in den Artikel, dass die neue anderen Speicher oder einen langsamen Speicher haben soll, obwohl das dann, Ja, wer wäre denn so dumm?
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du eine 1080er hast, taktest du sie bis an den Arsch der Brenzung und dann kommst du genau auf dieselbe Leistung später. So, dein Vorteil ist, dass du einfach mehr Speicher hast, einen schnelleren Speicher. Dadurch kannst du viel besser 4K spielen. Das ist das, was die Leute auch immer noch nicht verstanden haben. Es kommt auf die Speichergeschwindigkeit in 4K an. Ja. So. Ich glaube, viele Leute haben das noch gar nicht verstanden, was 4K überhaupt bedeutet, wie viel Speicher das frisst, Alter. Das ist krank einfach. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ich unterhalte mich auch gar nicht über dieses Thema, weil Intel oder Nvidia, wenn man mal ein bisschen in den Begriff guckt, hat immer nur eine Ti rausgehauen, wenn AMD mit irgendwas gekontert hat. Dann haben sie die rausgehauen und haben gesagt, ey Leute, hier, Schluss, Feierabend, so viel Leistung hat wirklich unsere Grafikkarte. Ist das noch nie aufgefallen? War schon immer so. So, warum sollen sie jetzt kontern? AMD, ihre Grafikkarten sind so schnell wie eine 79er, also eine Grafikkarte, die fast 3 Jahre alt ist. Ja, und jetzt kommt mit DirectX 12 und bla bla bla. Es gibt vielleicht eine Handvoll DirectX 12 Spiele und mehr noch nicht. Und warum soll ich dann 100% Optimierung an DirectX 12 vornehmen? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht wirtschaftlich gar keinen Sinn. So, also, liebe Leute, erstmal sich Gedanken machen, warum Nvidia vielleicht noch nicht auf DirectX 12 ist. Ach so, weil die Grafikkarten scheiße sind. Deswegen bringt AMD auch eine Creeper. Oh ja, ich lauf rein. Deswegen bringt AMD auch Grafikkarten raus, die so schnell sind wie eine 79er. Wo heute noch jeder mitspielt. Ja, die Leistung ist auch ausreichend. Aber warum hauen sie nicht so langsam mal einen Koloss raus, was uns einfach so sagt, boah, Alter, wie geil ist das denn? Der darf vielleicht mal. Ja, mit der nächsten Generation kommen dann von den Leuten, die AMD-Fan sind. Ich bin kein Nvidia-Fan, ich will das mal betonen. Ja, der Beste soll gewinnen. So muss man das eindeutig mal sagen. Aber wenn ich nicht der Beste bin, habe ich einfach mal meine Fresse zu halten. Ganz einfach. Ja, wir haben gerade heute wieder das beste Beispiel gehabt mit der Formel 1. Ja, Mercedes hat so einen Flop gemacht im Q1, dass alle gedacht haben, boah, Red Bull und alle werden schneller sein. Und ich habe klipp und klar gesagt, nein, werden sie nicht sein. Weil wenn das Training mal jemand verfolgen würde, welche Zeiten Mercedes im Training gefahren hat, wüsste, dass Red Bull gar keine Chance hatte. Also daran siehst du wieder alles nur halbherzig und die Leute achten nicht auf Kleinigkeiten. So. Um was anderes geht's gar nicht. Und genau das gleiche Prinzip ist in dem Sinne auf dem Hardware-Markt auch. Die Leute lesen immer nur und denken, ja, dann warte ich halt noch mal ein Jahr. Wie lange wollt ihr denn warten auf eine neue Grafikkarte? Immer was Neues raus. Ja, es kommt ja immer was. Ne? Kannst du 30 Jahre warten? Ja, ich warte noch, ich warte noch. Genau, dann wartest du dein ganzes Leben. Und so ist es mit der CPU ja genau das Gleiche. Also ja. Das ist Bullshit. Das ist genauso wie auch immer, zum Beispiel das mit den Mainboards, was ich dir erklärt habe, mit 211-3 und die Massenproduktion und dies und jenes. Das ist genau das Gleiche. Die Leute kaufen die Massenproduktion und müssen viel eher wieder reingreifen wie andere. Ne? Das ist genau das Gleiche. Aber das ist, und so ist es da in dem Sinne auch. Das ist einfach das, was die Leute nicht nachvollziehen können. Und ich freue mich, wenn AMD... muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, Marktführer werden würde. Würde mich mega freuen, wenn AMD schneller ist wie Nvidia. Erstens würde es den Preisen für die Leute endlich mal wieder gut tun. Dann würden wir auch billig eine Grafikkarte kaufen können wieder. Ja. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, man muss auch mal Leute vom Thron stoßen, dass sie mal wieder wach werden. Ich glaube, so kann man das ausdrücken, ne? Ja. Ja. Es gibt so mehrere Sachen, da sollten sich manche Leute dann vielleicht Gedanken machen. Das ist genauso wie, wo wir uns gestern über Passivkühler drüber unterhalten haben. Dass das heute immer noch möglich wäre, aber dass in dem Sinne Leute beigegangen sind und haben Sachen im Internet veröffentlicht, was nicht gut war und dadurch die Billig-Grafikkarten vollkommen verschwunden sind vom Markt. Und dass das nichts damit zu tun hat, dass das keiner mehr herstellen will, sondern dass die Leute einfach zu viel im Internet verraten haben.
Und das ist jetzt. Das ist mir einfach, wenn die Preise auch runtergehen würden. Ja, und das ist ja jetzt genauso wie mit den K-Prozessoren. Die K-Prozessoren werden ja abgeschafft, das Takten. Was hat das damit zu tun, Jan? Ist doch eine ganz. Ja, die wären in dem normalen Bereich, also wie 6700 Reihe, nehmen wir den als Beispiel. Das ist ja diese normale Reihe, ne? Kein High-End-Sockel und dies und jenes, wird es abgeschafft. Warum wird es abgeschafft? Genau dieses Problem, wo wir uns mal drüber unterhalten haben, auch hier, warum wird Leuten im Internet gezeigt, wie man eine CPU köpft und dies und jenes? Das hat einfach was damit zu tun. Ja. Das ist ein ganz einfacher Lauf der Dinge, die sie nehmen, weil Intel und die jetzt auch festgestellt haben, dass du heute mit einer 7 Jahre alten CPU vom i7 immer noch spielen kannst. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, dann kommt hier ins CS und dann könnt ihr gerne mit Andi darüber reden. Der hat nämlich die ersten i7 und er zockt immer noch alles. Die CPU ist einfach nur gedreht bis an Anschlag und fertig, ist, und fertig ist die Geschichte. Ja? Und jemand, der... Oh, wo bin ich? Hallo? Oh, ich bin hier runtergefallen. Und jemand, der ein 2500er K hat und der ist getaktet bis schlafen, 4,8 GHz kommt im Battlefield 1 an seine Probleme. Muss man auch mal sagen. Er nicht? Ja. Also, wer hat den besseren Reiber gemacht? In dem Sinne derjenige, der ein i7 gekauft hat. Aber laut Forums und laut Internetseiten heißt es ja immer noch, ein i7 lohnt sich nicht. Ja, i5 reicht locker. i5 reicht locker und bla bla bla. Ist klar. Also ich kenne kein Spiel mehr, was aktuell auf den Markt kommt, aktuell, was kein Early Access Status hat, was nicht alle Kerne nutzt. Ja. Dieser dummes Geschwätz, was früher mal in die Welt gebracht worden ist, dass das immer noch lebt, ne? Aber das sind die Leute, die auch schreiben, eine Klimaanlage nimmt mehr Sprit. Das war früher mal. Das ist genau das Gleiche. Die heute im Hochsommer ihre Klimaanlage im Auto nicht anmachen, weil die Klimaanlage ja mehr Sprit benutzt. Kennst du diese Leute? Ja. Ja. Das ist Bullshit. Das ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Merkst du heute nicht mehr. Weil, wenn die Leute sich mal Mistbuster oder so gucken würden, dann würden sie feststellen, ab wenn sie Fenster aufmachen, verbrauchen sie auch mehr Sprit. Wegen dem Windwiderstand, der in einem Auto entsteht. Ja, Wind kommt ja dann rein ins Auto und dann drückt das Auto ein bisschen zurück. Genau. Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal bei 100 km/h deine Hand rausgehalten hast. Ja klar. Wie viel Kraft man braucht, um dass die Hand gerade bleibt. Ja. So. Aber das ist genauso ein dummes Gerücht. Und daher finde ich das immer ziemlich... Also ich finde das immer ziemlich lustig, wenn ich dann sowas lese. Klar, es gibt auch Menschen, die können die Klimaanlage gar nicht ab. Zum Beispiel mein Vater hat sich so Pollenfilter einbauen lassen, so andere... Weil der hat sonst extreme Allergie, ne? Mhm. Extrem. Also der geht richtig kaputt in diesen Klimaanlagen dann. Dann nicht mehr, wenn er sich das einbauen lässt, ne? Was war das denn? Schon wieder ein Creeper. Ja. Mach mal die Augen auf, Alter. So geht das nicht mit dir weiter hier. Okay, warte. Glaubt nicht immer alles, kann man immer nur dazu sagen, was Leute schreiben. Weil ihr müsst immer sagen, ganz viele Zeitungen oder Berichterstattungen werden auch gut bezahlt. Es ist so wie Fernsehen, kann man das vergleichen. Ja. Ne, es wird immer über das berichtet, was für die auch gut ist und viele Klickzahlen generieren. Und so ist das in dem Sinne mit Computersachen auch. Und es ist genauso wie viele Leute schreiben, ja, eine 79er muss man heute rauswerfen. Also bei uns im TS haben fast alle 79er. Ja. Aber ich, Andi. Andi, Spike, Geige. Also eigentlich alle bis auf du. Genau, außer ich. Genau. Ja, und man muss so nehmen. Und der Kolmer spielt immer noch mit zwei 69er. 69er, zwei Stück. Wo bemerkt, also 69er oder 96er? 96er, Entschuldigung, 96er. Also mit, in dem Sinne, das ist ja eine Dual-Grafikkarte. Ja, und jetzt kann auch noch alles zocken. Also man muss auch mal ein bisschen Abstriche machen. Oder wie Leute sagen, man kann kein 2K mit einer 79er spielen. Achso, was macht denn Jan? Extreme Probleme, also geht gar nicht. Geht gar nicht, ne? Also musste ja. Titan X her, ne? Stimmt das. Also Leute, wenn ihr eine 79er habt,
Nur mal so als kleiner Tipp, normalerweise äußere ich mich da gar nicht zu. Fangt einfach mal an und setzt bei MSI Afterburner euer Core Voltage frei. Ja, dreht den Core Voltage bis hinten hin, weil der ist limitiert. Man kann den nur so hoch drehen, wie euer Grafikkartenhersteller ihn freigibt. Man kann den auch anders hochdrehen. Ich weiß nicht, dass die Leute das jetzt wieder falsch verstehen. Aber wenn ihr nichts ändert an dieser Grafikkarte, könnt ihr den Core Voltage nur so hoch drehen, wie es geht. Und dann ändert man nur das Power Limit. Ja, das Power Limit einfach bis hinten hindrehen. Schon habt ihr einen konstanteren Takt. Die Grafikkarte taktet viel angenehmer. Es ist kein Garantieverlust bei dieser Grafikkarte. Nichts. Ihr könnt schon ganz wollen wir mal ein Video zu machen, ne? So Basics. Ja, ich könnte das ja eigentlich mal machen, aber ich will das eigentlich gar nicht, weil wenn man dann die Wahrheit sagt, ist man dann wieder der Arschloch. Und dann habt ihr einfach schon viel mehr Frames. Und das könnt ihr bei jeder Grafikkarte machen. Viel mehr ist auch falsch, aber in dem Augenblick, wenn ihr Leistung braucht, habt ihr so ein bisschen mehr. So kann man das auch einfach sagen. Ja. Zum Beispiel Ark ist das beste Beispiel. Bei Kabi hat es mega viel gebracht bei Ark. Ja. Ne, das muss man auch sagen. Und dann kann man auch noch ein bisschen takten und hier und da. Aber das sind andere Geschichten. Darüber möchte ich nichts sagen. Ja. Auf jeden Fall sagen wir damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war einfach nur mal so ein kleiner Überblick, was man machen kann. Und ihr müsst immer dran denken, lest ein bisschen Forums, wie hoch denn die Grafikkarten bei anderen Leuten takten und wie hoch eure denn Standard taktet. Das ist ein ganz großer Anspruch, zum Beispiel bei einer 1070er oder 1080er, weil manche Leute sind zu doof, Zahlen zu lesen, um zu verstehen, dass ihre Grafikkarte nicht richtig läuft. Ja. Nur mal so als kleiner Aspekt so im Hintergrund. Ja, vielleicht limitiert nämlich die CPU oder geschweige irgendwas anderes. Darauf muss man nämlich auch aufpassen. Wenn einer nicht weiß, was limitieren bedeutet, ist, wenn die CPU am Limit läuft, aber die Grafikkarte nicht. Also wenn deine CPU 90 oder 99%, man sagt immer schon ab 90% fängt das an in dem Sinne, dann limitiert in dem Sinne eure CPU. Also das bedeutet, sie läuft am Limit und die Grafikkarte kann nicht die Leistung aufbauen, die sie eigentlich hat. Auch wenn die Grafikkarte auf 99% steht und die CPU auch, läuft was nicht rund. Punkt. Eine CPU darf nicht am Limit laufen. Nur mal so als kleines am Rande. Damit sagen wir auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Minecraft. Ne? Fasst euch erstmal an die Eier und sagt Hulululu. Bis morgen. Hulululu. Tschüss. Tschüss.